So, Jochen. Gleicher Tag, gleicher Rundgang. 10 Minuten später kommt nochmal ein Hund, machen wir es gerade nochmal. Der ist diesmal größer, vielleicht interessiert es ihn noch mehr. Jakob Hand. Jetzt habe ich ihm gesagt, dass er da zu sein hat und dann wird immer wieder kontrolliert, ob er auch mitdenkt. Hallo. Schön handlich sein. Hallo. Warte, lass mich rüber. Aus. Und immer dran. Schön halt. Schön halt. Schön halt. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Schön. Prima. Prima. Und immer. Immer auch ein guter Unter. Pass auf. Pass auf, Schatz. Die Strecke wird auf. Jetzt. Schön halt. Immer einen guten Unterschied machen, ist das nicht gescheit folgen eine Frechheit oder eine Unsicherheit. Der wollte kämpfen. Kein Kleiner, wo kämpfen wollte. Er war unsicher. Und da bin ich dann eher nett von wegen Schatz, pass mal auf. Anstatt Hardware, zack, pass auf. Ja, unsicher oder rotzefrech. Immer gut entscheiden, wie man reagiert, aber man lässt niemals zu, dass es ignoriert wird, was man gesagt hat. Ja, gescheit machen. Ja, gut, lauf. Und es gibt nur nach gehört und verstanden die dritte Möglichkeit, unsicher, warum es nicht gescheit läuft, oder rotzefrech. Gehört, verstanden, unsicher, gehört, verstanden, selbstsicher. Bei gehört und verstanden ist das immer das Letzte, ist das immer der Beweggrund, ob man jetzt helfend wird, anleitend, brauchst keine Angst haben, Schatz, das läuft schon, wir kriegen das hin, oder auch mal zu, Lumpe, wenn er es nicht gescheit macht.